Hallo und willkommen bei Ninjas on Tour, wieder mit Hagi und Lars. Hallo. Und ihr seht schon, es handelt sich um Battlefield 3. Wir werfen mal einen letzten Blick auf die Kampagne und steigen auch direkt ins Geschehen ein. Ja, hier geht's ja gleich schon kräftig ab. Ja, und es gibt auch schon die gute Zeitlupe, die man aus Call of Duty kennt. Wir werden einfach in die Kampagne reingeschmissen. Wir wissen noch gar nicht, um was es geht. Aber wir müssen den Zug anhalten. Okay, alles klar. Ich bin ja super, super gespannt gewesen auf Battlefield 3. Und ich war da ein bisschen irritiert, weil das sind Quicktime-Events. Die haben jetzt auch ihren Weg in das Spiel gefunden. Ja, die gab es bei Bad Company 2 noch nicht. Es wirkt irgendwie so. Man darf es nicht sagen, aber es wirkt irgendwie so Call of Duty. Ja. Duty. Oh, Bombe. Und ja, hier sieht man es auch schon wieder. Quicktime-Event. Zum Beispiel hier jetzt die Space-Taste hämmern. Ja. Oh. Um hoch zu klettern. Hau rein. Und ja. Yeah. Sehr schön. Und weiter geht es über den Zug. Wir werden jetzt euch über die nächsten paar Folgen mal den Singleplayer von Battlefield 3 etwas näher bringen und spielen dann durch die verschiedenen Episoden. Es geht hier ziemlich zur Sache. Wow, ehrlich, die Scheiße im Fliegen, hey. Oh, ich lieb das. Man merkt auch schon hier, ja, die haben da echt nicht gespart mit so Sachen. Unschön war jetzt gerade, dass der Gegner einfach weggeploppt ist. Also, derartige Sachen gibt es leider auch ein bisschen häufiger. Also man merkt, es ist halt deutlich mehr gescriptet als jetzt in Battlefield Bad Company 2. Also diesmal haben sie sich mehr Mühe gegeben mit der Multiplayer, mit der Singleplayer-Kampagne. Mit Bad Company 2 konnte ich mich nie richtig anfreunden. Das fand ich etwas eher Zweckdienlich. zäh, also. Ja. Oh, man sieht schon. Gibt Aber schon wieder alles. hier geht's flott zur Sache. Genau das Tempo, das ich lieb. Gib alles. Oh. Schöner Einstieg. Yeah. Und da sehen wir schon unseren Protagonisten. Vor 8 Stunden, also das war jetzt im Endeffekt die aktuelle Zeit und das ist jetzt ein Rückblick. So werden auch die ganzen Episoden in dem Spiel erzählt, immer mit Rückblenden. Und jetzt werden wir debrieft. Diese Person kennen wir ja auch aus einigen Filmen und TV-Serien, also zum Beispiel aus Transformers und aus der Serie 24. Ja, klemm mich mal auf. Du kennst doch Transformers, oder? Ja, ich war aber nicht Und sonderlich da spielt er begeistert davon. den amerikanischen General, spielt er. Ah, Und okay. in 24 spielt er, ich glaube, ab Staffel 4 oder 5 den Bodyguard des Präsidenten. Also ich finde halt hier wirklich die ganzen Gesichtsanimationen und so richtig, richtig toll. Also Battlefield 3 ist halt, es ist eine Grafikbombe. Muss man jetzt einfach sagen. Also da Wenn wurde man mal den so negativ. richtig abgefeuert. Ja, wenn man es negativ konnotieren will, würde ich fast schon sagen, Grafikblender. Weil es ist schon zu schön, um wahr zu sein, würde ich fast sagen. Ja. Weiter geht's. Nächste Mission.
schöner Anfang auch mit Johnny Cash. Mit Johnny Cash Musik, genau. Und da sind unsere Marine Buddies. Der Anfang der Show bekannt als den berühmten Battlefield 3 Trailer, der schon seit Monaten im Netz rumschwirrt. Da wurde das ja vorgestellt. Und man sieht da auch wieder tolle Animationen im Gesicht und die Leute, wie die schauen und die Gestik machen. Das fällt dann auch im Multiplayer auf, wenn die Gegner wirklich schießen, dann die Zähne zusammenbeißen. Ja, dann wird das Gesicht dabei verzogen und alles, die Gesichtsanimation. Und ich da hab, als ich das mal gesehen habe, so im Zoom, und es ist so wow. Oder jetzt auch eine der echt schönen Szenen am Anfang gleich. Also wow, schön. Das ist so geil! Man kommt da raus und... Licht. Wow. Also wer ein High-End-PC da im Rumstehen hat und will mal so richtig die Karte glühen lassen, der muss Battlefield 3 reinschmeißen. Hier sieht man eben auch schön, da die Leute werden da schon verhört wieder im Markt. Und auch die ganzen Details recht schön gemacht hier. Auch mal wieder die Lensflare-Effekte, die jetzt schon reinblenden von oben. Lichteffekte, das sind alle ganz super einfach. Genau. Und wir haben eine taktische Karte. I counsel you to remember, gentlemen, the people of this country are not your enemy. The PLR is. At 0930, we lost contact with Viper Squad. They're investigating a possible IED near Spinza Meat Market. That's a pretty fucking bad part of town. We believe the PLR involved. Man sieht auch schön, wie die alle zuhören. Das ist richtig interessant. Die nicken zustimmend mit dem Kopf. You're the quick reaction for us, gentlemen. I'm trusting you to handle this. Let's go find our Marines. We're on it. Let's go. Boah, wow, jetzt geht's gleich schon los. Genau, jetzt kann man auch endlich schneller laufen. Da, hier sieht man es gerade, die ganz tollen Lichteffekte. Und auch wenn man innen reingeht. Innenhof zum Beispiel. Das saugt einen das so ins Spiel rein. Ja, aber man sieht es jetzt hier schon auch am Zoom. Der erste Grafikfehler auch getreten. Das rote Reticle, also das Zielding, ist weg. Das ist leider eine Sache, die gab es auch schon in BFBC2. Da muss man leider damit leben, zumindest bisher noch. Aber dafür hier die Beleuchtung und das Ganze, wie das aufgebaut ist, Wahnsinn. Reißt einen schon ziemlich schnell rein. Und es ist halt richtig cool, dass man nicht allein durch die Gegend zieht, sondern man ist dann mit seinem Squad unterwegs. Und die geben auch immer richtig schöne Kommentare ab. Und, wie man hier sieht auch, sie gehen richtig schön taktisch vor. Also, sie gehen hier um die Ecke und später die flankieren und so weiter. Also, das ist echt schön gemacht. Eine gute Illusion davon, wie das wirklich sein könnte. So, jetzt müssen wir noch mal klären, warum sind wir überhaupt hier? Wegen den PLR? Mhm, weil die sind aber nicht die Bösen, aber es gibt dann einen Putschversuch in Iran. Und, ja. Wir sind natürlich hier, um nach dem Rechten zu schauen. Und, oh, one man down. Ja, ist nicht das eigene Blut. Und hier muss man auch wieder die Space-Taste hämmern, um den Kollegen in Sicherheit zu ziehen, während die Kollegen Feuerdeckung geben. Oh scheiße, Mann, ich meine, das haben wir schon x-mal in dem Video vor Monaten gesehen. Und da war das schon geil und jetzt, aber jetzt hockt man mittendrin und... Ja, hier. Oh, die Action! Man, ein Teil, der nicht großartig bei dem Video jetzt rüberkommt, das ist das Hören, die Soundkulisse in... Battlefield 3. Die ist mit eines der besten, weil hier hört sie ja auch schon, die Waffen klingen in Anführungszeichen realistisch, ne? Und ja. Man die Scheiße fliegt durch die Luft, es klappert vorne links, hinter rechts, ja. Ja, man auch die Einschüsse, wenn man nicht getroffen wird, wenn sie neben einem einschlagen, das ist was ganz anderes. Oder? Auch solche Sachen. Let's go, let's go, behind me!
Waffen kann man natürlich auch aufsammeln von gefallenen Feinden und wow, RPG in the face. Ja, ausgeschaltet. Nice. Die Waffen reagieren auch erfreulich sehr, sehr genau. Ja. Und man merkt auch, das war jetzt in dem Fall wieder ein Skriptereignis. Jetzt kommen hier die ganzen Gegner wieder rein und versuchen einen aufzuhalten. Das ist schon ziemlich fordernd. Man muss wirklich schauen, man geht in Deckung. Die Gegner flankieren eben schön, gehen selber in Deckung. Und muss man echt aufpassen, dass man auf einmal nicht umzingelt wird. Und man sieht es dann noch später, was ein ganz großes Merkmal der Battlefield-Teile ist, also seit Bad Company 2, die Frostbite-Engine. Es kann sehr viel zerstört, zerschossen werden. Gib mir jetzt werden. Die gleich in den Autos. Ja. Die Granate fliegt ja schon. Und ja. Rums. Da geht das oh, yes. Also später im Multiplayer kann man das noch besser sehen, den wir auch noch zeigen werden, wie man das ganze Schlachtfeld auseinandernehmen kann. Schlachtfeld, guter Stichpunkt, man sieht hier leider auch, in der Kampagne ist es wieder sehr limitiert. Also es ist keine offene Welt, wie es zum Beispiel noch in Bad Company 1 war. Stattdessen hat man eben wieder diese vorgefertigten Pfade, wo man eben auch nach bestimmten Ereignissen erst weiter vorgehen kann. Boah, Lars, du hast eine riesen Sensitivity eingestellt. Ja, ich war auch nicht zupft hin und her. Ich war da auch noch nicht wirklich, ja, ich habe noch nicht gespielt vorher, von daher... Man muss sich das einspielen. So geil, oh, check your corners. Und eben auch sehr schön hier wieder der Lichteinfall durch die Fenster. Und eine Sache. Es ist so geil spannend gemacht. Toll ist, genau, man sieht's ja auch schon. Klirr, klirr, ne? Achtung. Man kann nämlich die Lichter auch ausschalten, teilweise zumindest. Wow. Nicht alle, aber manche kann man wirklich ausschießen und die sind dann aus. Hey, ist blindes Cell. Ja, also das fand ich schon sehr cool. Und jetzt gleich, und jetzt, oder? Ah, geil! Ja. Schön aus der Hüfte. Und hier auch wieder gibt es verschiedene Waffen, also es sind auch... viele, wenn nicht gar sogar alle, aus dem Multiplayer-Modus vorhanden und man kann die von gefallenen Gegnern aufheben. In dem Fall ist aber, denke ich, ein Sturm gewesen, sinnvoller. Da hat man es auch gehört in dem Radio Contact. Die reden ja. Über Al-Wazir. Ja. Der ist der Antagonist. Genau, und das sieht man eben wieder, das war das Komische. Unten kommt man die ausschießen, hier leider nicht. So, jetzt kommt, aber jetzt gleich cool. Das war ein Unzügel. Streck mal deinen Kopf raus, Lars. Natürlich. So cool. Lars, unterbleiben. We draw him out, ja. Also ich kann mich noch an unsere Zeit erinnern, als wir damals noch in Vietnam waren. Da haben wir solche ähnliche Taktiken benutzt gegen den Vietcong. Ja, ich war das Opfer. Und hier, Blumenkübel Nummer 1. Oh. Ja, leider sieht man nicht. Ja, man merkt halt auch einfach... Und jetzt sieht man gleich, wie der Sniper so richtig hier die Umgebung auseinander nimmt. Oh ja. Ja. Und die Wand nimmt auch schon mehr ab. Da, da. Oh, 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 oh. Boah, als ich hier der Bammel, meinen Kopf so halber rauszustrecken. Ja, ich hab mir auch gedacht, Kollege, ihr seid ganz schön mutig. Und auch die Mundbewegungen, Wahnsinn. Also da haben wir schon Schlimmeres in letzter Zeit gesehen. Ja, aber auch wie sich hier die Sicht verändert, immer wenn das direkt neben einem vorbeifliegt, das große Kaliber. Oh yes, nehm es. Make it count, brother. I'll cover you. And you hit him. Clear your back blast. Stand by. 3, 2, 1. Sehr schön, die Gesichtsanimation. Und Lars, gib alles.
Oh, yes. Oh, Mann. Witzigerweise auch wieder ein Bug. Ich hatte da auf einmal dann wieder die andere Waffe. Meine AK war weg. Aber, na gut. Ich sag ja, mit solchen Kleinigkeiten muss man halt leider leben. Und genau, hier sieht man es nochmal. Das Aiming Reticle. Weg. Und wenn man zoomt, ist es da. Aber dafür geht's jetzt weiter. Wir müssen unsere Kollegen umgeben. Okay, zeig uns mal Kollegen mal. Genau, ich sagte auch nochmal, bitte jetzt zur Sekundärwaffe switchen, die ich vorher schon exzessiv benutzt habe, um dem Deckung zu geben. Hier unten in der Straße sieht man es auch ganz schön, an der Markierung. Ja, ich bin nicht der beste Scharfschütze leider. Das sieht man schön auf dem anderen. Super. Und eben auch diese ganze Geräusche hier, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Okay, Kollegen schleppen wir gerade um. Verletzten durch die Gegend. Unserem Kollegen von vorhin. Mal auch dann noch schön. Da unten kommen sie schon wieder. Wahnsinn. Ich habe da ehrlich gesagt mehr erwartet. Ich bin das von BC2 gewohnt gewesen oder von dem Black Hawk Down, dass sie wirklich mehr auf den Dächern rumhopsen oder... Ja, lass es jetzt auch die ersten 10 Minuten jetzt. Lass es erstmal zu einem späteren Level kommen. Ich glaube, dann geht es noch mehr ab. Aber von daher mag auch realistischer sein, dass sie jetzt eher unten sind und nicht überall. Hier immerhin noch in den Balkon. Das war auch ganz schön. Nice. Ja, immer schön die Kollegen im Blick halten. Ja, und da sieht man es dann auch schön, wie den Trick. Mission accomplished. Weiter geht's. Sehr schön. Zum Glück haben wir ja einen Pionier, ey. Der wird das schon regeln. We'll never make it over. We can use this as a bridge. Do it. Wer jetzt auch bloß Battlefield Bad Company 2 gespielt hat, der wird auf jeden Fall einiges bemerken, und zwar der ganze Humor, der durch die beiden Kollegen im Squad von Battlefield Bad Company 2 kam. Der ist jetzt leider nicht mehr da, oder leider. Ich sag mal so, ich fand ihn ganz nett zwischendrin. Diese Kampagne ist jetzt deutlich ernster und ich finde auch, man baut nicht so die Bindung auf. Macht aber auch Sinn, wenn man natürlich dann auch in verschiedene Körper reinschlüpft und dementsprechend andere Marines steuert. Das wäre dann auch ein bisschen komisch, denke ich. Aber das macht das Spielgeschehen um einiges, also, jetzt sag ich mal, erwachsener und intensiver. Genau. Also ich sag ja, es ist halt was ganz anderes. Wer jetzt eben nur die Bad Company Kampagne gespielt hat, der muss sich wirklich darauf einstellen. Guck dir die Animationen an. Ja, die bei mir nicht gedrungen hat. Das ist auch ein Problem, das aufgefallen ist, wenn man über irgendwelche Hindernisse drüber hüpft, dass es ab und zu hängt. Die Animation oder nicht kommt oder dass man hängen bleibt. Vielleicht zeigt es, lass mal nachher, wenn man über irgendwelche Gegenstände oder Hindernisse drüber steigt, dann sieht man nämlich auch, wie man sich mit den Füßen drüber bewegt. Genau. Aber man sieht ja auch wieder schön der Schattenwurf und alles auf diesem Marktplatz. Und jetzt gehen wir hier in den Schatten ein und es wird eben richtig schön von der Lichtblende. Also, das haben sie toll hingekriegt, die Umgebung. Und auch wieder Lichter, die hätten jetzt hier ausschießen können. Und auch eine Besonderheit im Vergleich zum Vorgängerspiel, man kann den Feuermodus einstellen. Im Moment ist es noch auch vollautomatisch. Man kann das dann aber auch wechseln auf Single Shot. Das sieht man jetzt unten rechts hier, die Umschaltung.
Und dementsprechend kann man eben pro Tastendruck nur eine Kugel abfeuern, aber es ist halt deutlich genauer. Das ist zum Beispiel eines der Features, die ich wirklich sehr gut finde jetzt im neuen Teil. Also wie gesagt, ich brauche eine neue Heimanlage, damit der Bass so richtig bumst bei der Explosion. Mhm. Ja, schlecht geschossen. Ah, die Straße kennen wir auch. Die darf man nämlich nachher auch mal in einer Koop-Mission spielen. Oder auch in der normalen Multiplayer-Kampagne. Die wir auch noch zeigen werden. Also die Koop-Kampagne. Auch wieder so geil. Wir brauchen jetzt Abholung für unsere verletzten Kameraden. Und da, wo der Lasker jetzt gerade hinguckt, da stehen halt die Zivilisten rum. Die machen halt gar nichts. Und jetzt sieht man eben hier schon, der hat eine Bombe entdeckt. Ja, natürlich. Follow the wire. Na, wo geht das Kabel hin? Ja, hier unten am Auto raus. Das rote Ding. Ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Okay. Natürlich in den nächsten Kellerraum. Oh nein, es ist keine Waschmaschine angeschlossen. Und jetzt sieht mir das neue Feature von Battlefield 3. Man kann nämlich hinlegen und durch die Gegend kriechen. Ja. In dem Fall auch bitter nötig. Und man darf auf jeden Fall keine Angst vor Ratten haben. Hier sieht man schön die Füße. Ja. Und für die alten Nokia-Handys gut sind. Und ein versautes Quicktime-Event. Autsch. Das hat wehgetan. Coole Sache. Und zurück zu den Kollegen. Diesmal nicht durch den Lüftungsschacht, sondern durch den normalen Weg. Oh, den Teil habe ich mehrmals hintereinander anfangen müssen. Ja, das ist auch einer der Teile, wo man wirklich aufpassen muss. Ich habe das wirklich auch total überschätzt. Also hier muss man wirklich ganz kontrolliert vorgehen. Man darf hier nicht einfach nach vorne stürmen, das überlebt man absolut gar nicht. Ich wage mal zu widersprechen, aber... Was? Echt? Zeig mal. Das sehen wir gleich. Ja. Ich bin ja kleiner hochgerannt, hab mir die Waffe geschnappt und ich bin mehrmals in Kugelhagel gestorben. Warum? Geht's nach unten? Ja, aber du belegst ja genau das, was ich gesagt habe. Man darf nicht nach vorne stürmen. Ja. Ist ja auch hier nichts in der Sache. Man muss ja hier schauen, den Trupp zu verteidigen. Und man kennt es schon aus den Vorgängerspielen. Der Bildschirm wird schon rot, wenn man zu stark angeschossen ist. Man sollte auf jeden Fall in Deckung gehen. Ja, hier geht's schon ziemlich zusammen. Fantastisch. Und immer wieder kommt Nachschub. Das war wie damals am Ho Chi Minh Pfad in Vietnam. Natürlich. Auch ein neues Feature. Mit den Light MGs kann man, wenn man am Boden liegt, über den B-Pod das aufsetzen und dann da mit mehr Genauigkeit zielen. Hat mir in dem Fall leider jetzt nichts gebracht, da die Kollegen da schon alles weggemacht haben und die Little Birds auch nochmal ein bisschen ausgeholfen haben.
Dafür wird jetzt hier die Seitenstraße behakt. Also, das ist Krieg? Ja, man sieht's. Und man sieht das schon, immer schon auf Autos halten und explodieren. Oh, wie alles umfällt und kaputt geht und... Ja, und damit schließen wir unseren ersten Teil von Ninjas on Tour in Battlefield 3. Haltet eure Augen offen für die folgenden Teile.